Herzlich willkommen. Nach den kleinen technischen Problemen sind wir jetzt da. Vielen Dank, dass so viele Interesse an dem Thema haben, vor allem auch in Relation zu dem Programm, was gerade parallel läuft, weil es gibt ja auch eine recht ähnliche Diskussion mit Tabea Röster, nicht unweit. Genau, und hier geht es so ein bisschen mehr um diese Lösung vielleicht schon, die da vielleicht diskutiert werden könnte. Genau. Open Hardware, die Frage, the next revolution. Wollen uns so ein bisschen mit der Zukunft auseinandersetzen und eben welche Rolle da eben Open Hardware drin spielen kann. Ich gehe das in drei Punkten durch, sag kurz was zu meinem Hintergrund und von welchen Brillen heraus ich jetzt gerade hier bin. Dann beschäftige ich mich hier mit dem Thema, mit der Frage. Und wenn da noch Zeit ist, ich bezweifle es ein bisschen, gebe ich kurz einen Einblick in ein aktuelles Projekt, den Prototype Fund Hardware, wo so ein bisschen Beispiele sichtbar machen wollen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf das ich jetzt eingehen werde. Ich arbeite für die Open Knowledge Foundation seit ungefähr 5 Jahren jetzt. Wer sie nicht kennt, das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Berlin, der das Ziel hat, für mehr Partizipation in der Gesellschaft sich einzusetzen. Gesellschaft heißt das demokratische System mit all seinen Institutionen, aber auch das technologische System. Wir machen das, indem wir Wissen öffnen in verschiedenen Bereichen, haben da unterschiedliche Programme und Projekte. Frag den Staat ist beispielsweise bekannt, wenn es um das Thema Informationsfreiheit geht. Der Prototype Fund für Software, wenn es eben um Software geht. Und ich habe eben jetzt hier diesen Prototype Fund für Hardware gestartet und deswegen ist das Thema heute auch Hardware, also Zugang zu Hardware, mehr Transparenz in dem Bereich und so weiter. Ein anderer Hut ist der des Verbunds offener Werkstätten. Ich bin da im Vorstand. Das ist ein Netzwerk, ein deutschlandsweites von jetzt bald um die 350, fast 400 offenen Werkstätten, die Teil davon sind. Offene Werkstätten, das sind Makerspaces, Hackerspaces, Fab Labs, die eine Infrastruktur haben an Maschinen und Werkzeugen, die sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Genau, wenn ihr solche Orte noch nicht kennt und Interesse habt, mal an einen zu besuchen, dann könnt ihr hier über die Karte mal schauen, ob bei euch in der Nähe etwas zu finden ist. So, nun aber zum Thema Open Hardware, the next revolution, Fragezeichen. Wie gesagt, es ist ein Zukunftsthema und um sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, muss man sich erstmal kurz fragen, wo sind wir denn eigentlich gerade? Und ich habe ein Bild mitgebracht, was das für mich so ein bisschen plakativ darstellt. Das ist für mich so ein bisschen ein Bild, was so den Zustand der Tech-Industrie zeigt. Die mal eine Idee, was es sein könnte. Es gibt mehrere Erklärungen. Also welche Art von Produkt, ja? Genau, also das nach außen hin, also Samsung ist der Hersteller, möchte das Produkt vorgeben, eine externe Festplatte zu sein. Man hat natürlich da immer so ein Bild im Kopf und der Verbraucher, die Verbraucherin ist halt bereit, dafür auch mehr Geld zu bezahlen. Aber wenn wir das Gehäuse öffnen, sehen wir, es sind 2 Schrauben und ein USB-Stick. So, und das Ganze geht natürlich nur durch Intransparenz. Also das ist hier quasi so ein bisschen das Geschäftsmodell dahinter. Also das ist ein Riesenproblem, was wir hier sehen. Also es ist das zeigt auch so ein bisschen so, wo wir insgesamt sind. Ja, es gibt gar nicht mehr so viel Innovation. Ja. Vieles ist etablierte Technik und vieles wird dann wieder ein neues Gehäuse gepackt, eine neue Geschichte drumherum gesponnen, damit es irgendwie ein neues Produkt wird oder vielleicht auch in eine alte Kategorie passt. Hauptsache, man kann da eben natürlich eine gewisse Marge draus rausziehen. Das ist Problem Nummer 1. Also Geschäftsmodelle basieren heute bei uns hauptsächlich auf Intransparenz. Und die machen sehr viel möglich, also die Intransparenz. Und das Zweite ist natürlich absolut unnachhaltig. Ne? Also ich meine, das hätte ja gereicht, einfach den USB-Stick zu verkaufen. Anstelle dessen haben wir halt irgendwelche Schrauben, Plastik und alles Mögliche. So, das ist so ein bisschen der Problemraum, in dem wir uns befinden.
wir alle eigentlich wissen, dass es in der Vergangenheit auch mal anders war. Also dieser Zustand, den wir jetzt haben, der ist eigentlich ziemlich neu. Also so hat eigentlich unser Innovationssystem lange nicht funktioniert und auch nicht irgendwie die Art und Weise, wie wir mit Technik irgendwie umgegangen sind und wie es auch in unserer Gesellschaft vorhanden war. Das ist jetzt hier ein Beispiel, das ist das ein Bausatz, Bausatz Heinzelmann, damals von Max Grundig in Auftrag gegeben worden nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Zeit, wo noch keine, also wo keine Radios verkauft werden durften, hat er sich dann gedacht, okay, ich mache einen Bausatz und dann ist das irgendwie ein Spielzeug und konnte das dann da verkaufen. Das war ziemlich erfolgreich zu der Zeit und war grundlegend eigentlich so ein bisschen der Grundstein für Grundig, die Firma. Und warum zeige ich dieses Beispiel? Es ist halt einfach so ein bisschen Sinnbild für das, was man mal hatte und das, was man eigentlich jetzt wieder braucht, nämlich einfach mehr Informationen über den Gegenstand selber. Zu diesem Bausatz gab es natürlich eine Liste an Bauteilen mit Bezeichnungen und so weiter. Es gab einen Schaltplan, anhand dessen man nachvollziehen konnte, wie das Ganze konstruiert sein muss und so weiter und eine Anleitung, wie man alles zusammensetzt. Damit meine ich jetzt nicht, wir müssen alle hier irgendwie ein Apple-Produkt oder so als Bausatz haben, sondern es geht mehr um die Informationen, die mit diesem Gegenstand einhergehen, die man dazu bekommen hat. Zweites Beispiel, noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, 1890. Beide Beispiele kommen, muss ich dazu sagen, natürlich auch aus einer Zeit, wo man jetzt auch mit anderen Blickwinkeln draufschauen kann. Also Nachkriegszeit, Max Grundig war auch sicherlich irgendwo Nazi, also ganz schön involviert in das System. Hier haben wir jetzt ein Beispiel aus der Kolonialzeit, wo es um sozusagen die Kolonialniederlassungen ging und die Technologie, die da dann genutzt wird. Aber auch da ist eigentlich das Verständnis schon da gewesen, für die Technologie, die wir dort nutzen, braucht es Informationen, braucht es Ersatzteile. Der Gegenstand alleine ist nie irgendwie isoliert, sondern immer mit diesen ganzen Gegebenheiten sozusagen umgeben. So, also wir haben mal ganz anders mit Technik uns beschäftigt, gesellschaftlich, auch im Wirtschaftssystem war das anders. Es gab Geschäftsmodelle, wo das funktioniert hat und heute sind wir halt eben an einem Punkt, wo das eben alles hinter uns gelassen wurde und wir jetzt uns wundern, wieso ist das alles so unnachhaltig und wieso so schwierig zu reparieren und so weiter. Also da müssen wir irgendwie wieder hin zurück, muss ich sagen, da ist die Vergangenheit irgendwie ganz gut gewesen. Genau, und was brauchen wir dafür? Open Hardware, das ist so ein bisschen jetzt so die Erklärung. Open Hardware, ich glaube, das sind, also Open Source Software ist für viele ein Begriff. Open Hardware ist eigentlich von der Idee her das Gleiche, nur dass es, wenn es ums Detail geht, schon sehr unterschiedlich ist. Ich habe jetzt hier eine Definition mitgebracht von der Open Source Hardware Association, die sagt, Open Source Hardware is Hardware whose design is made publicly available so that anyone can study, modify, distribute, make, and sell the design or hardware based on that design. Hier kommt schon ein Unterschied zur Software heraus. Es gibt natürlich immer sowas Physisches, diesen Gegenstand, und es gibt eine Beschreibung von dem Gegenstand, das ist das Design. Im Bereich der Software wäre das sozusagen der Source Code. Code ist jetzt, sag ich mal, das Design und quasi der Build dann daraus, also quasi der Binärcode, der dann irgendwie von dem Rechner ausgeführt wird, das wäre dann sozusagen die Hardware in dem Fall. Also es gibt da schon irgendwie Ähnlichkeiten, aber am Ende, wenn es dann so um so rechtliche Fragen geht und so weiter, ist alles sehr unterschiedlich. So, also Open Hardware, es geht um Transparenz, es geht um Reproduzierbarkeit, es geht um Transformierbarkeit, also die Möglichkeit dazu, Hardware transformieren zu können. Das ist vor allem deswegen interessant, weil das ermöglicht ja erst die Reparatur. Transformierbarkeit heißt aber auch irgendwas, was irgendwie ausgelaufen ist oder nicht mehr so richtig funktioniert, vor allem in dem Zusammenhang, in dem wir uns gerade befinden. Lokal irgendwie gibt es andere Gegebenheiten, die etwas von einem Gegenstand fordern, dann könnte ich ja ihn verändern, weil ich ja weiß, wie er funktioniert. Es gibt Schnittstellen, es gibt das Wissen darüber, wie ich ihn verändern kann. Oder ich nutze irgendwie einzelne Bauteile und füge sie in neue Geräte rein, weil es offene Schnittstellen gibt und so weiter. So, für all das braucht es eine gute Dokumentation. Das ist im Prinzip das, was eben mit Design gemeint war in dieser Definition. So, was ist eine gute Dokumentation? Nur ganz kurz, damit man eine Vorstellung davon hat. Wie ich eben schon bei dem Bausatz gesagt habe, man braucht eine Liste von Einzelteilen, am besten mit Bezeichnung, vielleicht sogar schon im Ort, wo man die herbekommt. Quelldateien sind ganz wichtig, weil in jedem Gegenstand gibt es auch immer irgendwelche Spezialbauteile. Dafür braucht es dann die Quelldatei, nicht nur ein Foto davon, beispielsweise jetzt von irgendwie einem 3D-Modell
nicht die Datei, mit der man dann einfach nur das Ding ausdruckt, sondern auch die Projektdatei, um diese Datei wieder zu verändern. Das meint es so ein bisschen. Also das Computer-Aided Design sozusagen oder den Schaltplan und so weiter bei einer elektrotechnischen Schaltung. Dann brauchst du natürlich eine Montageanleitung. Wie kriege ich das alles am Ende zusammen? Und eine Lizenz, damit das Ganze dann auch rechtlich der Definition eben entsprechend genutzt werden kann. So, das ist eine gute Dokumentation. Was Open Hardware auch noch ist, ist Open Design. Also zumindest, wenn es wirklich seine volle Wirkung entfalten will, muss das mitgedacht werden. So, was heißt Open Design? Mein Beispiel mitgebracht. Auf der rechten Seite sehen wir ein typisches Apple-Gerät. Auf der linken Seite den MNT Reform. Das ist so gewissermaßen der erste vollständige Open-Hardware-Laptop hier in Berlin entstanden, noch nicht vor allzu langer Zeit. Auf der rechten Seite sehen wir den Apple-Rechner schon alleine von der Ästhetik. Der lädt uns nicht dazu ein, irgendwie uns mit der Technik auseinanderzusetzen. Ja, der soll funktionieren. Und was ja auch gut ist, wir wollen ja auch einfach die Geräte nutzen und uns nicht die ganze Zeit mit irgendwas drumherum beschäftigen müssen. Aber das ist erstmal so der Korridor, den der hier aufmacht. Also schau in diesen Bildschirm rein, der Rest soll dich nicht interessieren. Auf der linken Seite beim MNT Reform ist das ganz anders. Der hat auf der Rückseite so ein Fenster und der lädt einen quasi ein. Schau rein, guck dich mich an. Ich bin irgendwie offen und du kannst mich irgendwie verstehen. Wo die sich auch erstmal so ganz grob unterscheiden, links alles geschraubt, rechts, sag ich mal, das meiste verklebt, ein paar Schrauben sind noch da, aber erstmal so der grundsätzliche Unterschied. So, was heißt noch Open Design? Also Open Design erstmal, man kann es öffnen, man wird eingeladen, es zu verstehen. So, jetzt haben wir auf der linken Seite noch andere Aspekte, die Open Design ausmachen, nämlich Modularität. Direkt uns anspringt der Akku, der ist, wie man es eigentlich von früher kennt, einzelne Zellen, man kann die einzeln austauschen. Nicht wie sonst jetzt eigentlich, dass Akkus einfach zu einem Block zusammengeklebt werden, der natürlich dann sehr kompakt ist, aber wenn einzelne Zellen kaputt sind, kann man den Akku wegwerfen. Er lässt sich nicht mehr einfach quasi wieder refreshen, wie das hier in dem Fall ist. Ich nehme einfach eine Zelle, tausche die aus und der Akku insgesamt läuft wieder. Und dann, wenn man jetzt noch tiefer reingeht, das geht dann sehr ins Technische, aber auch die einzelnen Komponenten, die man hier sieht, sind so konstruiert, dass sie quasi modular sind. Also ich kann leicht einen weiteren Gegenstand entwickeln, der dann kompatibel ist mit diesem Gerät hier. Das ist alles so gemacht, dass es möglichst leicht erweiterbar ist mit anderen Komponenten oder eben auch repariert werden kann. So, das ist erstmal Open Source Hardware und Open Design sozusagen als ein Verständnis. Wir können jetzt sagen, okay, warum brauchen wir das eigentlich? Man kann erstmal sagen, aus dem Ideal heraus. Es ist natürlich, also ich zumindest würde sagen, ich möchte meine Technik auch vollständig besitzen. Und dazu gehört auch, dass ich die Informationen über diesen Gegenstand habe, dass ich ihn reparieren kann und so weiter. Also das ist erstmal so ein Ideal. Aber was auch noch hinzukommt und was noch ein nächster Aspekt ist, ist, wir bewegen uns ja in einer Situation, wo die ökologischen Systeme irgendwie sehr stark durch uns gefordert sind, im Chaos irgendwie versinken könnten. Und wir überlegen uns, okay, wie können wir vielleicht in Zukunft irgendwie wirtschaften? So ein Konzept, was immer wieder jetzt gerade diskutiert wird, ist diese Circular Economy hier, Circular Economy da. Das ist für mich auch in vielen Bereichen erstmal so ein sehr abstrakter Begriff. So, was heißt das eigentlich so im Speziellen? Der EU New Green Deal möchte da ja auch irgendwie ganz viel Geld reinstecken. Das soll sich irgendwie dahin entwickeln. So, es ist die Frage, was soll diese, also welches Zukunftsmodell steckt eigentlich dahinter? Ich habe jetzt hier eine Grafik mitgebracht von Ferdinand Paul Revelio. In einem kürzlich erschienenen Buch findet sich die wieder Mythen der Circular Economy. Die unterteilt quasi das Verständnis von Circular Economy in so zwei, sag ich mal, sehr grobe Richtungen. Einmal die geschlossene Circular Economy und die offene Circular Economy. Was heißt jetzt geschlossen? Das ist, glaube ich, das, worauf es gerade eher hinausläuft. Wir haben irgendwie Unternehmen wie Apple beispielsweise, die einen hocheffizienten zirkulären Prozess machen, der in sich sicherlich super funktionieren wird. Also wir kaufen von Apple ein Gerät, wir nutzen das Gerät, wenn es kaputt ist, kriegen wir ein neues Gerät von Apple, wir schicken es wieder zurück und dann haben die irgendwie einen sehr optimierten Prozess, einen Roboter, der dieses Handy dann vielleicht sehr optimiert wieder auseinandernimmt und die Einzelteile irgendwie
wieder nutzbar macht oder zumindest halt dem Materialkreislauf wieder zuführt. So. Das klingt erstmal irgendwie total toll, aber wenn wir ein bisschen rauszoomen, ist es extrem ineffizient, weil wenn Apple das macht, muss es Samsung oder macht es Samsung auch, dann macht es LG, keine Ahnung, dann haben wir zig solcher zueinander inkompatiblen Prozesse quasi nebeneinander, die eigentlich in sich genommen sehr effizient sind, aber von außen drauf gezoomt ein sehr ineffizientes System bilden, weil eigentlich alle quasi dieselben Infrastrukturen nebeneinander haben. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass Apple die absolute Macht über diesen Prozess hat. Apple kann sagen, jetzt ist das Gerät kaputt, hier ist ein neues Gerät, es passt sehr gut zu den Innovationszyklen. Was Apple auch sagen kann, ist, bis zu dem Grad macht es für uns Sinn, diesen Gegenstand zu verwerten, bis dahin nicht mehr. Also die haben auch die absolute Kontrolle darüber, wie die Verwertung eigentlich ablaufen soll, sozusagen. So, meines Erachtens ist eigentlich die einzige wirkliche, Variante, wie es gut funktionieren könnte, wäre diese offene Zirkularität. Und dafür braucht es eben Technologien, die das Wissen uns zur Verfügung stellen, wie man sie dezentral in solche Kreislaufsysteme integrieren kann. Man könnte jetzt sagen, zum Beispiel gibt es zu jedem Gerät ein Dekonstruktionsfile oder irgendwie sowas. Ja, also ich neben der Dokumentation, allen möglichen anderen Aspekten, gibt es einen Dekonstruktionsfile und dann gibt es irgendwelche, Anlagen, wo man dann irgendwie diese verschiedenen Geräte werden da durch, dann werden die erkannt von irgendeinem System, sagt, aha, ein Apple-Gerät des Modells XY, Dekonstruktionsfile irgendwas und dann nimmst das Teil auseinander und wir haben davon verschiedene Anlagen irgendwie in verschiedenen Ländern, und so weiter. Also ein bisschen wie so das Pfandsystem bei Flaschen. Wir haben irgendwie einen Standard, auf den haben sich die Unternehmen geeinigt und einen Automaten, wo der ganze Kram dann reingeworfen wird und da kann das dann irgendwie dekonstruiert werden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, das Dekonstruieren. Man könnte jetzt da ewig drüber diskutieren. So, also das ist ein bisschen so die zukünftige Rolle, wo ich meine, dass Open Source Hardware eben elementar ist, wenn das eben die Zukunft ist. Wir haben jetzt hier so ein bisschen so eine Art ideale Vorstellung, wie sowas aussehen könnte. Das kommt von der Fab City Foundation, kennt vielleicht einige. Auf der linken Seite haben wir den aktuellen Status sozusagen unseres Produktions- und Konsumsystems. Wir haben irgendwo eine Fabrik, die produziert irgendwas, dann wird das irgendwo hingeschifft, da wird das dann genutzt und wenn es kaputt ist, irgendwo anders wieder hin. Wir kennen alle diesen Prozess, ja, irgendwo verbrennt dann eine Elektronik, um da noch ein bisschen Gold rauszuholen unter Umwelt- und humanitären katastrophalen Bedingungen. Auf der rechten Seite haben wir jetzt sozusagen das andere Ideal, auf der einen Seite ist die Dystopie, auf der anderen Seite ist ein bisschen das Ideal. Wir haben quasi dezentrale, zirkuläre Kreisläufe, die nur noch Daten miteinander austauschen. Also wie gesagt, das sind die Ideal. Und die Daten wären jetzt zum Beispiel Open-Source-Hardware-Designs. Und lokal können wir sie dann anpassen, wie wir sie brauchen, mit den Materialien, die wir vielleicht haben, entsprechend auch umgestalten und dann so effizient wie möglich und so ressourcenschonend wie möglich eben nutzen. Wie gesagt, ideal, da kommen bestimmt jetzt auch direkt so Fragen, wie soll das denn funktionieren, Geschäftsmodelle und so weiter. Es gibt gute Beispiele, ist ein Thema für sich, aber darauf könnte es sozusagen hinauslaufen. So, mal so ein bisschen zusammengefasst, Open Source Hardware ist eben elementarer Bestandteil einer zukunftsfähigen Gesellschaft, wenn die Zukunft eben solche offenen Kreisläufe sind. Ist gewissermaßen ein Gegenprogramm zum Verschließungstrend, der aus meiner Sicht eigentlich aktuell sich immer weiter zuspitzt. Dieses Bild, was ich gezeigt habe, ist so ein bisschen die Perversion davon. Und das Recht auf Reparatur ist aus meiner Sicht gerade ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber eigentlich noch viel zu wenig. Also aus meiner Sicht kann es nicht das Ziel sein, dass wir einfach nur ein paar Ersatzteile haben und vielleicht ein bisschen Informationen, wie man so einen Gegenstand aufmacht, sondern eigentlich müsste es eben, wie gesagt, dahin gehen, was ich gerade erläutert habe. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten, vielleicht reiße ich es kurz an. Hier noch ein Punkt. Genau, also wir sind gerade eigentlich in einem Moment, wo die politischen Weichenstellungen recht gut liegen. Also wir haben auf der einen Seite die Bundesregierung, die in einem Koalitionsvertrag Nachhaltigkeit bei Design möchte. Nach meinem Verständnis ist das eben Open Source Hardware. Da wird es sicherlich ein anderes Verständnis geben, aber ich finde, das ist eine gute Grundlage, mit der man arbeiten kann. Und wir haben von der EU-Kommission hier, habe ich mitgebracht, eine Studie, die das wirtschaftliche Potenzial von Open Source sozusagen sich angeschaut hat. Und da wird Open Hardware eben als die nächste Revolution sozusagen hervorgehoben.
Ich habe jetzt gar nicht über die, sag ich mal, Potenziale für den Wirtschaftsbereich gesprochen. Ich habe eher so aus dem zivilgesellschaftlichen Hintergrund gesprochen und was das eigentlich für uns Bürger und Bürgerinnen bedeutet. Aber wenn wir uns mit Open Hardware aus dieser Perspektive beschäftigen, hat es auch ein großes Potenzial, insbesondere wenn es so um Innovationsprozesse und so weiter geht. Ähnlich wie im Open-Source-Software-Bereich kann man da sehr viel voneinander lernen und natürlich auf bereits bestehendem Wissen sozusagen aufbauen. So, jetzt vielleicht ganz kurz, der Prototype von Hardware ist, wie gesagt, das, woran ich gerade arbeite. Wir möchten genau eben solche Technologien, die ich gerade so ein bisschen angeteasert habe, möchten Rahmenbedingungen schaffen, um die langfristig zu fördern. Aktuell machen wir das in einer ersten Runde, heben 6 gute Beispiele hervor und möchten quasi zeigen, dass, also es geht nicht um Konsumgegenstände, sondern mehr halt um Technologien, die irgendwie im öffentlichen Interesse stellen, also sogenannte Public Interest Tech, Public Interest Hardware. Beispiele finden sich drüben auch in der Ausstellung. Wir haben da diese Open Hardware Ausstellung hier vielleicht mal kurz hervorgehoben. Precious Plastic kennen vielleicht viele. Das ist so ein klassisches Thema. Das ist ein Maschinenpark, um Plastik recyceln zu können. Gleichzeitig auch ein Bildungsprogramm. Und das sozusagen wieder neue Spritzgussformen zu bringen. Der MNT Reform, der Laptop, den habe ich eben schon gezeigt. Laser Sauer ist eine Basistechnologie, also ein Lasergerät, mit dem man alles Mögliche herstellen kann. In offenen Werkstätten werden solche Geräte bereits verwendet. In dem FabLab Cottbus beispielsweise, was ich mal mitgegründet habe, da haben wir so einen Laser nachgebaut und nutzen den da und verstehen sozusagen, wie das Gerät funktioniert, können ihn selber reparieren und sind nicht auf irgendwelche anderen Systeme angewiesen. Aktuell sind das die 6 Projekte, die wir fördern. Ich nur so kurz, LibreWater beispielsweise möchte ein System entwickeln, mit dem mithilfe von Sonnenenergie Wasser entsalzt wird. Das ist quasi am aktuellen wissenschaftlichen Diskurs und es gibt da relativ viel Unternehmen, die auch an dem Thema dran sind. Sie wollen da eine offene Lösung bauen. WindKit sieht man hier im Hintergrund so ein bisschen. Da auf der linken Seite, das ist eine Windkraftanlage, die steht auch da drüben, kann man sich angucken. Die dokumentieren die jetzt zum ersten Mal. Das Projekt ist eigentlich schon alt und bekannt, aber es gibt einfach keine Dokumentation, dass das jeder nachbauen kann. Das können die jetzt im Rahmen dieses Projektes machen. Und Hilo ist zum Beispiel eine Textil-Recycling-Maschine, um jetzt solche Textilien wieder die Fasern da rauszuholen, um die wieder verwertbar zu machen. Alles eben als Open Hardware, sodass andere es auch nutzen können. Ja, das ist ein bisschen das Motto, Hack Repair. 5 Minuten waren noch, vielleicht haben wir noch eine Frage. Falls ihr die Folien haben wollt, da findet ihr sie, die Website vom Prototype Fund findet ihr dort. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell durchgeheizt jetzt. Gibt es vielleicht noch Fragen? Oder irgendwie etwas? Danke. Oder Anmerkungen. Da ist eine. Ich habe mich nur spontan gefragt, ein zentrales Teil, um einen Open Hardware oder ja, Technik auseinandernehmbar zu machen, ist, dass die Hersteller genormte Teile, Schrauben, was auch immer, Batterien verwenden. Da gab es ja jetzt den ersten Impuls, dass Apple mal gezwungen wird, USB-C zu verwenden, aber diese Art von Policy, seht ihr da eine Zukunft darin, dass wir vielleicht bald irgendwie so einen Standard an Teilen haben, der auf irgendeine Art und Weise vorgeschrieben oder zumindest stark gefördert wird? Also dieses Thema Standards ist auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil eigentlich bei diesem ganzen Thema, weil nur so können wir eigentlich Interoperabilität eben hinbekommen. Also das ist total wichtig. Leider dauern diese Prozesse ja immer ewig. Also das mit diesem Kabel, das hat ja unglaublich lange gedauert und als dann raus war, gab es bis dahin schon die unterschiedlichsten. Also hat man quasi diese Möglichkeit, daraus Geld irgendwie rauszuziehen und diesen Markt irgendwie zu erschließen, ja schon hinter sich gehabt. Also ich kann nur sagen, dass es ein elementarer Bestandteil ist. Gleichzeitig sind Normen, die bestehenden Normen, auch aktuell ein großer, sag ich mal, ein großer Hemmfaktor
darin, dass sich diese ganzen Aspekte, die ich hier so ein bisschen angeteasert habe, auch entwickeln können, weil man muss natürlich diese Norm auch wieder überkommen. Und da gibt es natürlich in der Industrie ist alles voll mit allen möglichen Normen. So, ja. Aber Standardbauteile ist ein elementarer Bestandteil, den habe ich jetzt auch gar nicht genannt. Eigentlich geht es auch darum, wenn man jetzt Open Hardware an so einen Gegenstand baut, dass man darauf achtet, Standardbauteile zu nutzen und nicht irgendwie, also so wenig wie möglich, irgendwelche Spezialelemente irgendwie da reinzubringen. Aber das sind dann so, man kann sich, wenn man ins Detail geht, kann man da unglaublich tief und alles Mögliche diskutieren. Deswegen wollte ich es nicht ganz so komplex machen, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ich bin auf jeden Fall gleich noch da, falls noch irgendwelche Fragen da sind oder Diskussionsbedarf. Ansonsten haben wir jetzt genau Punkt. Vielen Dank.